Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich wollte euch mal ein bisschen behind the scenes mitnehmen und euch mal zeigen, was bei mir sonst so abgeht. Und zwar, ich weiß nicht, wer auf Instagram ein bisschen mehr gefolgt hat, ist mir gerade mega die Scheiße passiert. Und zwar hat sich hier meine 4 Terabyte externe Festplatte, auf dem ich super viel Videomaterial von YouTube, das ganze Videomaterial von Wagner und sonstige Projekte, die ich am Laufen habe, mit ungefähr 2,5 Terabyte, glaube ich, ist mir die Festplatte komplett abgeschmiert. Irgendwie ist da ein Fehler eingetreten, dass ich überhaupt keinen Zugang mehr auf die Daten hatte. Und ja, wer das auf Instagram verfolgt hat, ein bisschen in meiner Story, hat gesehen, wie glücklich ich darüber war. Auf jeden Fall echt ärgerlich. Hab dann ein bisschen geguckt, was ich machen kann. Hab so einen Datenrettungsdienst angerufen und mich da eine halbe Stunde mit ihm ausgetauscht. Und der hat mir auch Preise verraten und auch auf der Homepage da gezeigt, die wirklich echt vielversprechend sind. Weil es eine 4 Terabyte Festplatte ist, nimmt das extrem viel Zeit in Anspruch. Mindestens 179 Euro plus eine zweite Festplatte, die ich brauche oder kaufen müsste. Und im Worst Case, wenn noch mehr kaputt wäre als jetzt irgendwie nur ein kleiner Lesefehler mit irgendwelchen mechanischen Reparaturen und Auseinanderbauen und sowas, wäre das, glaube ich, Ganze bei 549 Euro. Ich habe da irgendwie 2 Screenshots und so, das werde ich mal auch alles zeigen. Ziemlich heftig, ich habe mich echt geärgert, habe die Festplatte dann irgendwie erstmal aufgemacht, auseinandergebaut, an einen anderen Adapter rangesteckt. Ich habe alle MacBooks, die ich finden konnte, in meiner Umgebung, sage ich mal, zusammengekratzt, habe versucht, das mit jedem MacBook in Betrieb zu nehmen. Insgesamt waren das jetzt 4 Stück. Auf keiner wollte es, in keiner Variation, und ich war kurz davor, das Ding einfach zu formatieren oder aus dem Fenster zu werfen. Habe mich aber dennoch zurückgehalten und ja, kam heute auf die Idee, vielleicht selber irgendwie mal so ein komisches Datenrettungsprogrammsystem auszuprobieren. Hab mich dann im Internet schlau gemacht und über verschiedene Varianten und verschiedene Seiten verschiedene Programme ausprobiert. Und da war jetzt eins dabei, was die Festplatte so gesehen auslesen konnte, dass sie mir zeigen konnte, welche Daten drauf waren. Weil das Dumme war, ich wusste von vielen Sachen gar nicht mehr, was drauf ist. Weil ich habe 2 von diesen 4 Terabyte Festplatten für das ganze YouTube-Kram. Und ich habe auf eine erstmal immer den ganzen Kram draufgehauen, weil ich Platz brauchte. Weil die Projekte schnell mal auch an die 40 bis 100 Gigabyte groß werden. Also die Projekte gehen relativ schnell durch die ganze Bearbeitung stratosphärisch in den Himmel. Into the fucking stratosphere! Und ja, hab jetzt eins gefunden. Das läuft jetzt hier schon gute 7 Stunden, würde ich sagen. Seit heute Morgen bin ich dabei, die Festplatte, sage ich mal so, auszulesen, zu screenen, und ich habe auch schon einen Testlauf gemacht, also die Daten kriege ich auch jetzt wieder auf meine andere oder auf eine dritte 4 Terabyte Festplatte, die ich habe, die noch leer ist. Da will ich den ganzen Kram wieder raufschieben und weiß dann nicht, was mit der alten Festplatte passiert, ob die in Müll wandert oder was auch immer jetzt der Status ist. Auf jeden Fall ging mir erstmal mega die Düse, als ich das Ganze so mitbekommen habe, weil wer ahnt schon und wer hat von einem Backup ein weiteres Backup, und vor allem die ganzen Filmdaten gehen halt schnell in die 50 GB plus hin, und ja, irgendwann ist es auch echt crazy Aufwand. Deswegen bin ich ziemlich, ziemlich happy, dass ich, so wie es aussieht, alles oder fast alles oder 95 bis 90% von den Daten retten kann. Da war ich auf jeden Fall ziemlich emotional befriedigt für den Tag. Und für den Tag hat es mir auf jeden Fall gereicht. Und jetzt bin ich ziemlich happy, dass ich eine Aussicht, eine Perspektive habe, die jetzt auch kostengünstig ist. Also ja, die Software, die ich da gefunden habe, die brauchst eine kleine Lizenz, die ist im Verhältnis zu den anderen Preisen, ist relativ human. Und kriegt das jetzt hoffentlich alles gerettet. Ich hoffe, das wird auch alles soweit funktionieren. Ansonsten habe ich in den letzten Tagen ziemlich viel Video geschnitten und bearbeitet und vorgestern hochgeladen. Dann ist für morgen jetzt eins geplant, das ist fertig geworden, und dann wird hoffentlich am Freitag, denke ich mal, würde ich das schaffen, zu Freitag hin das erste Frage-Antwort-Interview-Video rauszuhauen und euch mit den Gold von Wagner zu versorgen. Ja, das war es soweit von meiner Seite. Ein kleines Update mal hinter den Kulissen, aber das ist wirklich so alles passiert.
Was ich nochmal mache, das blende ich hier direkt mal ein. Ich nehme jetzt hier mit meinem Handy ein Video auf und blende das jetzt ins Video ein, damit ihr einmal auch mal sieht, wie es hier hinter den Kulissen aussieht. Das ist auch eine neue Investition hier, mein Ständer, dass ich den Ton ein bisschen näher ranhole. Und ja, hier sieht man noch einmal den Laptop. Da sieht man es. 12 Stunden braucht er noch, 13 Stunden, um die Daten zu retten, die 2 Terabyte. Und ja, jetzt haben wir hier die Doppelperspektive. Ja, das war es soweit von meiner Seite. Haut rein, Jungs. Bin ich nice drauf? Ja, haut rein, Jungs. Peace.